Hallo, mein Name ist Hendrik. Ich werde euch heute was über MySQL-Datenbanken erzählen. Hauptsächlich darum geht es, wie erstelle ich eine Datenbank und wie frage ich Sachen aus einer Datenbank ab, wenn ich eine habe und daraus Informationen haben möchte. Ich werde euch auf der PowerPoint erst zeigen, wie es funktioniert und danach noch eine praktische Anwendung zeigen und selber eine Datenbank erstellen und so Schritt für Schritt durchgehen. Zuerst zur Erstellung einer Datenbank. Eine Datenbank läuft immer auf einem Server, dazu benötigen wir einen. Hier in dem Fall nutze ich das Tool XAMPP, wo indem ich einen Server erstelle, der lokal bei mir auf dem Rechner läuft. Dazu gehe ich in das Programm rein und wähle den MySQL-Server hier aus und starte diesen. Dann läuft der Server und er bekommt einen Port und eine ID. Die sind wichtig für später. So, als nächstes zum Erstellen der Datenbank. Da nutze ich jetzt persönlich das MySQL Workbench Tool. Da muss man zunächst aber, da ich jetzt den Server gerade erstellt habe, muss das Programm wissen, wo es die Datenbank speichern soll. Also wählen wir dort den Server aus. Das geht, indem wir in die MySQL-Daten in das Programm reingehen und dann bei hier auf das Plus drücken und dann kommt dieses Fenster auf und dadurch, dass das ein SQL-Datenbankprogramm ist, wählt es automatisch den Server aus für die Datenbank. Und hier steht der Port auch. Wenn der nicht dastehen sollte, dann muss man schauen, dass der richtige ist, den man sich gerade eben gemerkt hat bei XAMPP. Dann nimmt man den Namen, ich nenne es jetzt mal JugendHackt. Und verbindet den. Wenn man, so, man kann auch die Verbindung noch testen. Dann drückt man in dem Fall jetzt hier drauf und dann kommt man in eine Ansicht, wo man Datenbanken erstellen kann. Ich habe jetzt schon auf der anderen Verbindung einige Sachen vorbereitet. So, um eine neue Datenbank zu erstellen, braucht man ein SQL-File. Das ist ein File, mit dem programmiert man die Datenbank und das kann man dann nach und nach ausführen und so erstellt sich die Datenbank von selber. Dazu gehen wir hier hin und das ist hier oben, drückt man dann drauf und da erstellt sich dann dieses File, das sieht dann so aus und ist leer. Um dann nun die Datenbank zu erstellen, gibt es einige wichtige Befehle. Vielleicht das erste ist das Create Database, damit erstellt man die Datenbank und das kursiv gedruckt dahinter, das ist, was man selber einschreibt, der Name der Datenbank in dem Fall. Danach muss man dem Programm noch sagen, dass es diese Datenbank nutzen soll mit Use Databank. Und dann schreibt, da kommt der Databank hinten wieder der Name rein, den man der Datenbank gerade gegeben hat. Und dann möchte man ja auch seine Datenbank drin haben. Da benutzt man den Befehl create table und dann den Namen der Tabelle, die man haben möchte. Und mit dem Punkt unten drunter, mit dem Primary Key, das ist der Key, den braucht man, damit die Datenbank weiß, in welcher Reihenfolge die Sachen angeordnet sind. Und wenn man sie abfragen möchte, dass es auch nur eins dieser Objekte gibt und nicht mehrere. Und unten drunter dann mit Name der Spalte, Datentyp Default. Damit erstellt man dann Spalten in der Tabelle, die dann bestimmte Werte oder sowas bekommen für die Objekte. Und unten mit dem Insert Into kann man dann Objekte in die in Tabelle der Datenbank einlösen. Das sieht dann wie folgt aus. Hier oben ist jetzt etwas mehr drin, weil es eine vorbereitete Datenbank von mir ist. Hier oben ist das Create Database, das nennt sich jetzt IT. Und das Programm unten drunter sagt ich mit Use, ich benutze diese Datenbank IT. Hier wird die Tabelle Artikel erstellt. Die hat jetzt ein paar mehr Spalten als eine. Die hat die Artikelnummer, die Artikelnamen, die Artikelgruppe, den Einstandspreis, Kalkulationsfaktor, den Lagebestand und den Mindestbestand, der vorhanden sein muss. Und festgelegt unten ist der Primary Key Artikelnummer. Das ist der Key, damit das Programm weiß, es gibt nur diese eine Objekt. Und es gibt nicht mehr davon und dass es genau dieses eine gibt und es rauszieht auch. Und wenn man das dann jetzt ausführt, hier oben mit dem Blitz, dann erstellt das Programm die Datenbank, die ist bei mir schon erstellt. Und wenn man die dann nicht sieht, dann drückt man hier auf diesen Refresh-Knopf und dann wird die hier angezeigt der Seite. Dann ist es jetzt hier, in dem Fall wäre es diese Datenbank. Dann sieht man hier die Tabelle, die Tabellen, die es gibt. Und da ist jetzt hier oben die Artikel-Tabelle drin. Die kann man sich jetzt hier auch anzeigen lassen. Da hat sich jetzt auch schon einige Sachen eingefügt, die standardgemäß bei mir eingefügt sind, weil das eine vorgefertigte Datentabelle ist. Und
So sieht es dann aus, wenn man es erstellt hat einmal. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen, was man aus so einer Datenbank ablesen kann und wie man es vor allen Dingen auch bekommt. Dazu habe ich jetzt mich erstmal auf diese drei Standardbefehle bekommen. Das Select From, dann die Tabellenname. Dann nimmt man alle Werte, die in dieser Tabelle sind, oder alle Objekte der Tabelle sind, und die werden einmal aufgelistet. Das Select From, Tabellenname, und dann Where, die Bedingung. Da ist zum Beispiel, wenn man nur einen bestimmten Teil haben möchte, zum Beispiel bei Artikel, alle Artikel, die nur die Artikelnummer 1000 bis 2000 haben oder sowas. Und Select dann die Spalte und dann S, und dann kann man neuen Namen nennen. Wenn man zum Beispiel eine Spalte hat, aber der Name nicht gefällt, dann kann man es umändern und dann heißt die zum Beispiel nicht mehr Artikelnummer, sondern irgendwie Artikelzahl oder sowas, wenn man das für einen angenehmer ist. Das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Das ist jetzt hier oben, hier wäre der Befehl Select from IT, vom IT-Artikel, also es wird von der IT-Datenbank die Tabelle Artikel genommen. Wenn ich die Zeile hier ausführe mit dem Blitz, dann zeigt er mir jetzt hier die Tabelle an, sämtliche Sachen, die in der Tabelle sind. Das sind jetzt alle Objekte, die ich da vorher erstellt hatte, mit Artikelnummer, Artikelname, Artikelgruppe und allen vorherigen Spalten, die ich festgesetzt habe. Wenn ich jetzt nur den Artikelnamen machen will, dann schreibt man hier vorne den Stern tauscht man dann durch Artikelname aus, Artikelgruppe jetzt wäre es bei mir, und lässt es nochmal neu laufen, die Spalte. Und dann sieht man nur noch die Artikelgruppe. Das ist jetzt ein bisschen übersichtlich, wenn man den Rest nicht mehr dazu sieht. Also macht man das wieder zum Sternchen zurück für die anderen Beispiele. Und schaut er sich noch an, zum Beispiel, wenn man jetzt hier die ganze Tabelle nochmal hat, will man wissen, wo der Lagerbestand größer 20 ist. Also geht man hier hinten hin, hinter der Ding, und schreibt hin where Lagerbestand größer 20. Und dann am Abfragen wird er angezeigt, wo der Lagerbestand größer 20 ist. Jetzt wirft er hier einen Fehler. Artikel, die Tabelle anzeigen können. Mal neu probieren. Ah ja, danke. Lagerbestand größer 20. Und dann das Semikolon noch. Und jetzt werden alle angezeigt, wo der Lagerbestand größer 20 ist. Man sieht hier hinten beim Lagerbestand, es ist keine Zahl, die kleiner als 20 ist. Und so kann man sich das zusammenbasteln. Man kann es dann nach und nach rein mit End, OR, OR. So, damit man, wenn man mehrere Bedingungen hinten dran haben möchte, die kann man dann auch klammern, wie je nach Wichtigkeit. Und das allerletzte wäre dann noch mit dem S. Da kann man dann hier die Artikelnummer S Artikelzahl eingeben. Dann wird jetzt das gleiche mit dem Lagerbestand nochmal ausgeführt, weil man es verknüpft hat. Der Lagerbestand immer noch geschaut, wo ist der Lagerbestand größer als 20, und der Artikelnummer hier vorne, die wird jetzt als Artikelzahl angezeigt. Es steht hier die Artikelzahl drin. Es wird nur die Artikel, man sieht jetzt die hinteren Lagerbestand nicht mehr drin, weil man nur noch nach dem Artikelnummer schaut, und die wird dann als Lager, als Artikelzahl angezeigt, wo der Lagerbestand größer ist als 20, aber dadurch, dass der Lagerbestand nicht mehr angezeigt wird, weil man nur nach der Artikelnummer sucht, sieht man jetzt nur noch die Artikelnummer hier unten, und das ist ein bisschen unübersichtlich so. Und das wären eigentlich so jetzt erstmal die Basics für MySQL-Datenbanken. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die jetzt gerne stellen.